Der Deutsche Wetterdienst, DWD, hat vor starken Unwettern in Oberbayern am heutigen Dienstag gewarnt. Am Dienstagmorgen soll es in Rosenheim zu starken Regenfällen kommen. Auch starke Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 km pro Stunde können eintreten. Im Süden Bayerns in Garmisch-Partenkirchen soll es zu noch heftigeren Niederschlägen kommen. Hier werden bis zu 30 Liter pro Quadratmeter erwartet, so der DWD. Der DWD rät den Bewohnern, achtsam zu sein, denn die Unwetter könnten auch Blitzschläge mit sich bringen. Zudem kann es auch zu vorübergehenden Verzögerungen des Verkehrsgeschehens kommen.